Und da sind wir schon wieder. Hier bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit mir, Dieb. Als erstes sind wir voll die Gangster. Wir schießen hier. Ist kaputt. Ey du, du machst keinen Ärger. Ja, Bombe, bla bla bla. Was soll ich hier dagegen schießen? 20 Globine, bringen wir leider überhaupt nichts. Und kleines Easter Egg. Peach, Mario und Bowser. Und Luigi. Finde ich extrem geil. Da ist noch Yoshi, oder? Sieht man jetzt gar nicht. Ja, das ist Yoshi. Also, geiles Easter Egg. Aber jetzt reden wir mal mit der Prinzessin. Falls du überhaupt die Prinzessin bist, bist du die Prinzessin? Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun hast du ihn dabei? Wird sie es überprüfen? Sag mal ja. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald. Und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihm begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Wald, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Link. Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, was seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst es doch nicht weitererzählen. Ja, okay. Dies ist die Legende. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Götter. Ich verbarg es an einem Ort in Hyrule. Das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldenen Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Was ist denn los? So, würden Menschen mit niederer Gesinnung erfülltes, so verschlänge das Böse die Welt. Heuer errichteten die Weisen die Teller der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Tut mir leid. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut habe, verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich
Ich habe gerade durch dieses Fenster geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Einfach nur, weil er böse aussieht. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja, okay. Wenn ich muss. Voll böse. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Ja, das sag ich doch böse. Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Keine Angst. Er hat keine Ahnung von unserem Plan und all von unseren Plänen, noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule und die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja. Ich danke dir. Ich habe Angst. Große Angst, dass dieser Mann Harry den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Oh mein Gott. Nun, da du hier wirst, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen, um mit dessen Kraft Ganondorf zu bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Wo ist jetzt das Hut hin? Ja, das ist Zeldas Brief, er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegensatz zu bla 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 bla. Ja, man, ich weiß nicht, wie man es da platzieren kann. Und dass man C benutzen kann, um es ja, dir zu zeigen. Wo steht jemand? Hey du, hast du schon hier das geile Easter Egg gesehen? Ja, schweig erstmal. Ich bin Impa, Überlebender der Sheikah. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Jetzt haben wir das Wiegenlied von Zelda gespielt. Gelernt. Das erste Lied. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Ja, das habe ich gerade gesagt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen.
Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufträgst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spüren. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusch uns nicht. Würde ich ja niemals machen. So, tup tup. Gehen wir erstmal nach Kakariko. Moment, nein. Wir gehen erstmal zur Ranch. Also da wo Marlon und Talon, ist nicht so? Ja, ich glaube schon. Marlon und Talon hier. Zack! Bam! Bam! Bringt mir extrem wenig, aber egal. Okay. Und zwar gibt es da ein paar Sachen, die ich da noch erledigen will. Ja, lauf schneller. Boah. Und dann fahren. Ja, mal hier vor. Ignorieren wir uns zwei Häuser da. Ah, ein Pferd! Ein aggressives Pferd, das will mich töten! Doch nicht. Egal. So, was steht denn da? Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Mir hat dir das Schloss gefallen. Und die Prinzessin. Hast du sie gesehen? Ja, die hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen. Peniomo. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Hey, Junge! Junge, komm her! Junge! Mongo, Junge! Los! Ja, egal. Hast du noch was zu sagen? Wie es scheint, hat die Epona Angst vor dir. Geht jetzt noch, ne? Komm her! Nein! Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Nö, sieht nur so aus. Wo das Lied? Ja, das war so geplant. Ich hänge nur an dem komischen Joystick hier. Du hast Eponas Lied erlernt. Jetzt hat sie keine Angst vor uns. Hallo Eule. Geil. Okay. Können wir wieder hier raus? Was du, Alter? Okay.
schauen, ob in der Kiste noch was ist. Ich glaube nicht, aber... Ja. Nichts. Und hier? Ja, hier war's. Ein goldenes Skulltolar! Du hast eine goldene Skulltolar zerstört. Können wir da herausgehen. Ja, gehen wir noch zu Kakariko. Dann werden wir mal die Folge, oder? Ist ja auch schon lang genug. Gehen wir nicht auf den Sack. So. Naja. Na komm. Ignoriere ich jetzt einfach. Ich finde das so geil. Das aussieht mit dem Schild, der immer halt dann läuft. Finde ich irgendwie geil. Ja, ihr findet das auch nicht geil. So. Jetzt warten wir noch kurz. Ja, nee. Zack. Bam. Oh. Bam. 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 Nächsten. Hallo, darf ich mich treffen? Bitte drücken, ein Hilt. Ein Hilt. Ich weiß, was ich sagen. Ich brauche noch ein Herz. Support for the hero, please. Zack. Wir ändern sie auch noch, wenn ich ein bisschen Herz hab. Super. Okay, dann gehen wir eben noch in Kakariko, nach Kakariko. Holen wir uns eben ein Herz. Kakariko. Ohne Musik. Warum auch immer. Jetzt? Ach komm, scheiß drauf. Ich würde sagen, damit war es dann wieder mit dieser Folge hier, Legend of Zelda, Ocarina of Time, soll ich fast vergessen, wie das Spiel heißt. Mit mir, dem Meep. Ja. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.